Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Sonntagmorgen zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Moin, moin. Na, wie geht's? Moin. Ach, ich bin am Zurückdüsen, bin schon gleich wieder an unserem Feld angekommen. Was machen die Jungs? Ballen sammeln und Zuckerrüben, oder? Kartoffeln. Oder Kartoffeln. Stimmt, wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich schon? Kommt da vorbei. Jo, easy. Passt, ich kann nicht stehen lassen. Wunderbar. So, wir schon haben, es kann kurz laggen, ich hab kurz gespeichert. Ja. 47%. Oh. Ja, das hat man gemerkt, das geht. Dass es geleckt hat. Bei mir nicht. So, warte. Ich glaube, das passt. Würde ich mal sagen. Fahren wir kurz rein. So. Das passt wunderbar. Noch ein bisschen Radio an. Oh. So, da sind wir wieder back am Dreschen. Ach, wir nehmen schon auf, ne? Ja. Philipp? Schon seit knapp 2 Minuten. Aber egal. Soll ich mal meine Mutter fragen, ob er mir mal ein Spruch, der Fan führt auf dem Fan drauf oder auf dem Johnny drauf macht? Und Johnny? Ja! Das ist Demütigung. Ja. Ganz ehrlich, dann schmeiß ich dich vom Server. Außerdem hast du überhaupt einen guten Modder, also guten Modder. Ja. Ich schon. Ich auch. Also haben wir alle. Ich selber, was? Nee, ich habe einen von Instagram. Johnny. Müsst ihr wirklich, habt ihr wirklich den aufstellbaren Ballenwagen nehmen müssen? Yeah. Den von Anderson Group haben wir ja nicht, weil du ja nicht hast. Du ist das DLC nicht hast. Mhm. Also, ja gut, wir haben ihn schon mal, eigentlich wollten wir ihn schon mal kaufen. Sollen wir den dann verkaufen oder einlagern? Ich würde sagen, Teil verkaufen und Teil einlagern. Hier ist noch Mais. Egal. Zuckerrüben gehen 450 Points auf BGA. Stimmt, da wollten wir eigentlich noch eine Rampe hin platzieren. Das wird jetzt immer eine einzelne Rechnung. Ich krieg hier eine komplett 3. Oh, wir haben die 100. Oh, sorry, wir haben die 110.000 wieder. Geil. Und nicht gleich wieder alles ausgeben. Ist jetzt dran. Mit ausgeben, Sebi dann. Ja, er ist, glaube ich, noch relativ zufrieden mit seinem Feld, wo er momentan hat. Ja. Wenn du, wie lange bist du dann, was meinst du, wie lange du den noch fahren willst? Bis er ca. 20 Stunden drauf hat. Okay, das wird noch eine Weile dauern. Okay, das wird noch ein bisschen dauern. Dann würde ich aber mal sagen, Flo, ich wechsle ganz kurz in die Bank rüber, dann überweist du gleich 100.000, oder? Ach so. Können wir machen. Ja, wir sind schon wieder Kredit getilgt, warte. Bank. Hier. Oh, es ist jetzt so gut gelaufen zum Ballen Hans reinzufahren. Und jetzt kaum passen drüben. Okay, warte. 100.000 aber plus Geld. Okay. Überweisen, ja. 100.000 müsste passen. Überweisen. Zack. Ja, passt. Passt 100.000, genau. Okay, gut, dann haben wir noch 150.000 offen und dann haben wir unsere Schulden wieder getilgt. Mhm. Alter, wie schnell wir die Schulden jetzt wieder zurückgezahlt haben, ne? Ein Teil auf jeden Fall. Innerhalb von einer knappen Stunde. So, nächste Dose. Passt. Ich bleib kurz stehen, um die Dose hier kurz zu öffnen. Was trinkt man denn schönes? Spezi. Spezi?
Da muss Red Bull hin, Alter. Oh Gott, spät. Nee, nee, nee. Red Bull kommt noch. Was sind das denn? Das sind, okay. Wann kommt Red Bull nach 10 Dosen? Okay, dann bin ich zu. Hauptsache jetzt kommt Red Bull, dann bin ich zufrieden. Oh, GPS läuft. Passt nicht. Oh, ja. Mann, diese eine Bahn. Ja. Sind die der Preis eigentlich von Dingens? Oh oh. Wer geht hin? Lass Schnick Schnack Schnuck spielen. Ja, warte. Da, hast du geschrieben, Sebi? Ja, ich hab geschrieben. Sebi? Du geschrieben, Schnick Schnack Schnuck. Also Schere ist dein Papier. Nein! Okay, dann mache ich und Flo. Ja. Flo, 3, 2, 1, go! Oh. Ja, warte. Und ich bin Jury! Da braucht man keine Jury, aber gut. 3, 2, 1, go! Ja! Okay, ich habe kein Problem mit den Abzugfahren. Aber jetzt war hilflich, ja, wo ist er denn? Nein! Ich und Flo haben wir mal 3. 5 oder rund, ja, 500 oder so was. Ich hab immer das gleiche gehabt. Spielen müssen und haben immer das gleiche gehabt. Das war so Gedankenübertragung, puff. Ah, ja. Da vorne immer. Boah, ja. Lol, der hat aber schon eine gute Ding runter gemacht hier. Alter, ja, ja. Ach, der ist noch gar nicht ganz voll. Egal. Wenn wir schon abtauchen, die bleibt ein bisschen weiter gefahren. Oh nee. So, jetzt bin ich wieder bei Ballenladen. Ja. Und ich am Zuckerrüben verladen. Und nach der Kalkprofi wieder arbeiten? Wenn nachdem wir alle Kalk nicht runter haben. Wenn wir überhaupt kalken müssen. Ich glaube, beim Mais müssen wir kalken, ansonsten nicht. Wir müssen kalken, müssen wir kalken fahren. Oh ne, gut. Das war der Rüber. Wenn ihr schon wieder das letzte Feld nicht begeben habt. Okay, ist leer. Oh nein, ich hab ein bisschen gestritten. Aber geht noch. Ich komme schon fast gar nicht mit der Lenkung jetzt da. Minimum. Ist abgefahren. So, da sind wir wieder. Perfekt. Und dann geht's wieder hin ins Trinken. Ey, diese Zuckerrüben, ne? War doch keine so schlaue Idee. Doch. Ja, gut. Ich hab doch gesagt, es wird was. Ja. Ist das nicht in der letzten Folge noch Zuckerrüben? Nee, mach's doch! Hieß es nicht in der letzten Folge noch Kartoffeln? Kartoffeln? Der mal, also ich ernte hier Zuckerrüben. Irgendwas von Kartoffeln. Ja, wir sind mal Kartoffelmission. Kartoffeln. Ja. Ich muss mal kurz auf dem Discord-Server schauen. Ja, ja, alles gut. Bevor sie mir wieder Stress machen. Oh, und Batterien hier. Ja. Der ist mit das für ein Stall hier. Hm? Was für ein Futter. Stall? Wo bist du denn? Ah, da. Keine Ahnung, da gibt's keinen Symbol. Dann jetzt schon wieder. So, jetzt geht's weiter. Und, warte. Okay, wir können es noch anlassen. Okay. Das ist wie Schafstall. Aber der hat kein Symbol, also. Da kann man den überhaupt kaufen. Man kann die Wiese mit dazu kaufen. Deswegen hat er kein Symbol. 293.000. Ach du Scheiße, ist der teurer. Okay. Vielleicht hat er deswegen ja gar kein Symbol. Ja. Aber das ist ein bisschen überteuert, glaube ich. 293.000 für das kleine Ding da. Oh gut. Dafür kriegen wir ein vollwertiges Feld, Alter. Weil wir größer werden wollen. Ach ja, vergessen. Und wer größer werden will, muss Felder kaufen. Ja. Ich dachte leiden. So, jetzt bin ich dann so weit, dass ich das Rohrperma ausgefahren lassen kann. Ja.
Aber nicht. Ist gleich voll. Ich muss sagen, von 16 geht ein bisschen mehr runter. Kann auch sein, dass es ein bisschen größer ist. Nein! Was passiert? Was hast du wieder angestellt? Vielleicht ja. Gemulcht, aber nicht gesammelt. Ja, keine Sorge, ich hab. Bei mir waren Ballen, ja. Die wo ich eigentlich auf dem Ballenwagen haben wollte, die waren im Grünstreifen drinnen. Ja, gut, ne? Wie sind die da wohl hingekommen? Ich mit artig Sachen in den Ballenstapel rein. Ja. Sollte vielleicht vermieden werden. Das heißt, auf dem Feld nur 20 fahren. Oder man hat eine gute Bremse. Haben wir eine gute Bremse? Ja. Ja. Der oder 80, man. Der muss eine gute Bremse oder, haben. Ja, oder man fixiert seine Pedale besser. Ja, das ist auch ein Grund. Lass ihn beim Bremsen nicht verrutschen. Irgendwo ist den hin oder hinter. Ich muss sagen, bei Feld 16 muss ich während des Dreschens ein paar Mal abfahren, glaube ich. Ich bin jetzt einmal voll und habe jetzt zwei Bahnen vorne und hinten und zwei Bahnen insgesamt drauf und runter. Bleibt der Philipp stehen oder fährt er weiter? Ah, er ist am Arme. Ist ja, Der ist am kommt entgegen. Egal. Wer ist dir entgegenkommen? Ich oder ihr? Mann, diese Scheiße ist so oft voll. Aber du musst nur dann dran denken, wir bekommen dafür richtig gut Kohle. Ich meine die Zuckerrüben, ne? Und ja. Deswegen hast du auch einen großen Anhänger dabei. Naja, einen großen mit 30.000 Liter. Ja. Ist ich bin groß. Voll. Ich seh's. Ich auch. Nee, warte, ich seh's. Warte, ich möchte beim Geschehen zuschauen. Hey, ich bin ein bisschen schaulustig. Okay, gut, ich weiß, Sebi, ich weiß nicht, wie du da jemals wieder rauskommen willst, ne? Wie gut er kann. Anhänger ist ein bisschen schwer, ne? Mit 60 um die Kurve rum. Da steht noch was am. Ich bin dann voll, ne? Also. Ja. Du kannst ruhig ausschalten, Sebi. Jungs, was macht ihr denn? Ah, ab dann. Oder du magst weiterfahren. Hey, schalt aus. Ich mach dann meinen Ballen weiter. Das Licht dahin macht mich wütend. Licht? Schalt die Rundumleuchte bitte aus. Geil! Von den Rundumleuchten werde ich aggressiv. Ja, dann hast du Pech gehabt. Du bist bei mir an der falschen Stelle. Na gut, das sag ich auch. Ich hab selber Rundumleuchten an. Warte mal, Flo, wir wollten doch vor der Fütterung so ein. Ja, wir wollten diese Rampe platzieren. Dann haben wir die mit drin. Ich mach schon. Normalerweise ist die mit drauf. Ja, Hammer. Ich mach schon. Was wollt ihr platzieren? So eine Rampe. Ich hoffe, ich baue währenddessen keinen Unfall mit dem Drescher. Aber gut. Dann muss ich mach schon, Flo. Oder ja. Mach keine Sorge. Nee, bevor du einen Unfall baust, während du vorwärts fährst, könnte ich hier einen Unfall bauen, während ich versuche, rückwärts rauszufahren und mit dem Verkehr kollidieren könnte. Ja. Passt die dahin? Ja, okay, die kannst du eigentlich richtig eben platzieren, so wie ich sehe. Ja, einmal muss ich dann noch zum Ballenverkauf fahren, dann haben wir alle Ballen weg. Perfekt. Sind alle Ballen weg? Dann sind schon alle weg. Ja, ich muss noch einen kompletten Anhänger bei der Wiese holen und dann sind wir fertig. Okay. Mehr habe ich nämlich nicht gewählt. Haben wir Place Anywhere an? Ja, normalerweise schon, oder? Mist! Haben wir an, ja. Mist! Ich bin vorbeigefahren. Ja. Aber das ist eigentlich relativ gut, weil du musst eh andersrum reinfahren, da kommst du auf jeden Fall leichter rein, aber gut. Nee, ich muss es da rückwärts raufschieben, ne? Ja.
Alter, so, das ey, mal rückwärts schieben. Der Johnny ist so geil. Hat halt null Probleme bergauf mit diesem mickrigen Hänger hinten dran, ne? Ja. Also. Wo ist der Verkehr? Konnte man die Rampe nicht irgendwie aufklappen oder ja, so? Ja, du musst rangehen und glaube ich recht linke Maustaste drücken oder sowas. Dann müsste sie eigentlich aufklappen. Ich bin leichter reingekommen, wenn ich vom Hof gekommen bin und reingefahren bin. Wenn ich von der anderen Seite komme. Okay. Kommt genau das, was ich schon geahnt habe. Also du fährst da vorwärts rein. Ich habe ein Problem, Flo. Mhm. Der Anhänger verdreht sich beim rückwärts raufschieben. Ich bin zu dick, um neben dem Unimog vorbeizukommen. Ja, das kann sein. Eine Bemerkung. Nein! Brauchst du Hilfe? Wer hat denn den starken Bauer angelassen, ey? Der wohl, der Admin. Der momentane Admin noch. Ja. Ah ja, wir wollen ja den Server hier mieten, gell? Ja, ich wollte dich nur starten. Ach, das ist wäre Luxus, wenn wir einen gemieteten Shit. Server haben. Da kann ich auch so normal mal reinscheunen in die Arbeit. Nee. Die Ding muss steiler sein. Kommst du nicht weit hoch genug oder was? Oha, ich hab einfach Brain. So, Bremse an und da. Warte, ich muss jetzt. Wer hat den starken Bauer wieder ausgemacht? Ich! Wie krieg ich dann die Ballen da wieder rein? Warte! Ich komm warte kurz, ich mach mal kurz einen Prozess mit dem Unimog. Ja, das funktioniert sogar! Ich lande die einfach immer mit dem Unimog rein. Hallo! Was ich? Du musst das. Ja, gut. Kann nicht mehr seitlich abkippen, verdammte Kacke. Hallo? Kannst du da drüben die Abgipfelder finden, ablegen, umlegen? Warte. Abgipfelder links, hinten, warte. Mama, hinten. Bitte wieder so ja umgelegt sein. Mama, bitte ja. Wieder so Farmer an. Ach, das ist ja weg. Ich leg das dann mit dem Unimog da in den Ballenverkauf richtig rein. Oder doch, ich probier's mal ohne Anhänger. Ich probier's mal nur mit Unimog. Ich guck wieder zum Drescher. Abzeit, du schaust jetzt zum Ballenverkauf. Kurz mal den abtanken. Abzeit, sag ich, keiner schaut mir beim Ballenverkauf zu, was ich gerade mache mit den Ballen. Ich komme da gar nicht hin. Ich kann mir schon vorstellen, deswegen. Bleibe ich in gutem Abstand. Ja. Eben, also, man muss zwar immer. Lütz. Jo, ja. Ich kann. Boah, ich kann sogar ohne dass die Ding. Geil! Hey, mach bitte den starken Bauer an. Der ist an. Geil, wow. Wie viel passt in unsere Fütterung rein? 90.000 Liter, gell? Ja, irgendwie sowas um den Dreh normalerweise. Leute? Boah! Einmal brauche ich dann noch. Und einmal brauche ich dann noch starken Bauern. Ist ein. Lass es auch so lange an, bis ich einen Ballen sammeln fertig bin. Und mit abladen. Können wir meinetwegen machen. Leute, wir haben 49% von der Mission. Fast 50. Geil. Oh. Hat auch nur knapp 5 gedauert. Ja, sind wir nicht fertig? Nee, wir sind bei 19 Minuten. Wir haben noch 6. Oh, okay, ja dann. Das dauert noch. Ja. Ich mag die Rampe jetzt schon. Ja, die würden einige Schaufelaktionen erleichtern. Und außerdem, wir haben jetzt das Autoload Förderband drauf, fangen wir mit drauf. Das wird sowieso jetzt richtig angenehm, wenn wir eine Förderbandkette machen. Wir können eigentlich die Förderbänder alle verkaufen. Stimmt, ich mach das schnell, warte. Ich hab grad Zeit. So, weiter geht's. Was sind die denn? Ah, da sind sie. Weg. Weg. Die geben sogar noch relativ gut Geld. Im Gesamtpaket. Okay, dann.
Firework I do. Okay, sind glaube ich alle weg. 68.000. Lol. Jawohl. Lol. Die haben mega gegeben, Alter. Ja. Wenn man sich jetzt 30.000 noch, dann können wir die Schulden komplett tilgen. Das ist eine knappe Anhängerladung voll von Sojabohnen, die ich bald habe. So, warte mal, wie viel kostet denn eins von denen? Da. Bisschen mehr, glaube ich. Was heißt bisschen mehr? Definitiv mehr. Nee, die kostet gleich viel. 38. Ja, aber gegenüber die Verlängerungen. Ach so, ja. Verlängerungen. Hast du wirklich alle verkauft? Ja. Auch die Verlängerungen oder die Anfangsstücke und das Zeug? Ja. Die Anfangsstücke brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee. Und außerdem ist angenehm, ist die fahren 40. Da brauche ich keine 15 Stunden zum Ding fahren. Nee. Der spart man sich eine Folge, um zur BGA zu fahren. Ja. Ja. Da kann man auch mal gern switchen zwischen BGA und Heim. Ja. Das einzige was ist, wenn man jetzt so die Förderbänder, dann kann man auch in die Förderbänder reintappen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch ist. Wo ist denn hier eigentlich noch? Kann mir das einer erklären, wieso? Ja, ich höre. Hier bei Feld 40 die Dinger noch. Ey, ganz ehrlich. Ja, egal. Die Teil noch gepflügt ist. Wo? Oh, ganz bitte? Links. Bei Feld 40. Ganz links, am Rand. An dem Rand, ja. Dein Traktor ist sehr gut. Meiner, wieso? Das sieht richtig cool aus. Ist ja auch ein Johnny. Boah, da wird Hass reinkommen. Ich sehe es kommen. Von einer bestimmten Person. Die fühlt sich, glaube ich, gerade angesprochen. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an dich. Bist ein cooler Typ, geh aber. Ja. Kennst du den Spruch? Kolben und ein Ofendorf, fertig ist der Deutschmotor. Ja. Vorne steht der hinten, dreht der Fett. Das ist Fett, das. Ne, warte, warte. Doch. Vorne steht der hinten, dreht er. Und ziehen tut er keinen Meter, das ist Fendt. Es geht, das ist auch Deutsch. Geht für beides. Hey, hätten wir einen Tankwagen? Ich glaube. Ja, wir haben einen Tankwagen. Ich glaube, ich bleibe jetzt gleich liegen. Wir haben den Tankwagen am Hof. Ja, stellt sich schon mal bereit. Ich glaube, ihr müsst mich jetzt gleich noch betanken. Du musst einfach nur zum Händler fahren. Wo ist der denn? Kann ich das? Also wie schaffe ich das, wenn bei mir unterwegs noch der Tank leer ist? Ja. Ich glaube, wir sollten den Ford mit draufnehmen. Was für ein Ford? Auto. Komm, Stange! Weil. Achso, oh ja, das geht auch. Du meinst ein Ford mit der Werkstatt dabei? Nein. Ein richtig schön Ford Ranger Mod. Aber nee, warte mal, den haben wir ja schon. Ein kleiner Titel, den haben wir ja schon auf einem anderen Projekt. Wie wär's mit einem Raptor? Komm mit einer Abschleppstange. Nee. Also wenn ich jetzt liegen bleib, wenn ich keinen Benzin mehr Diesel mit drin hab. Komm, ey. Ja, dann kommst du und ziehst mich, oder? Ja. Wie viel Liter hast du drin? Sieht was? Links. Nee, rechts oben. Nee. Rechts oben. 11,4 Liter. Oh ja, da komme ich noch weit. 11,4, ja, warte, ich hänge aber schon mal die Stange ran. Ich habe noch 821 von 1500 drin. Oder nee, 1150. Ich habe 537 von 545. Ne, bloß auch nichts drinnen. Also ja, reichlich nicht. Eigentlich. Gut. Flo, gehst du oder soll ich? Abtanken. Ja. Der hat ja 87%, der geht noch voll. Aber ich war vorhin schon zweimal, das kannst du mal machen. Oder mir ist egal, du kommst. Nee, ich hab. Stimmt, du warst wirklich zweimal. Ja. Aber ich hab abgelassen. Ha! Ich wäre dafür, dass der Flipsi auch.
dass der Flo auch mal das mit dem Zucker drüben macht. Oh ja, wäre ich auch mal für. Nein, war Spaß, mache ich schon. Sebi könnte es eigentlich auch gerne mal malen. Mhm. Die Kartoffelernte abfahren oder Zucker drüben. Kartoffelernte abfahren. Aber erstmal fahr ich verkaufen. Ballen verkaufen. Ja. Und dann fahr ich tanken. Dass wir wieder einen vollen Umwerk haben. Der irgendwie komische Störung gerade gehabt. Wer? Ich. Stimmtechnisch oder? Nein, ich habe irgendwie eine dritte Stimme gehabt, die hat irgendwas komisches gelabert von. Die vierte Stimme. Oh mein Gott. Nee, warte mal. Ja. Drei Stimmen. Drei Ecken. Ja, Flo. Okay. Es ist schon lange nicht mehr gekommen. Muss man sagen, ist schon lange nicht mehr gekommen. Ja, das macht doch irgendwie kein YouTuber mehr, komischerweise. Mhm. Was ich echt schade finde. Ich bin mal kurz. Mal. Stell mich mal mitten auf die Straße. Blockier mal kurz den Verkehr. Beziehungsweise. Muss mal kurz was trinken. Ja. Ich hoffe, der steht nicht auf meinem Weg, ansonsten habe ich ein Problem. Wenn du nicht mehr Vollgas kommst. Ich fahre 65 also. Okay, ich fahre lieber weiter. Ich fahre lieber in den Grünstreifen. Ja, wäre glaube ich nicht schlecht. Besser für Mensch und Maschine. Ja. Aber laut meiner Uhr sind wir jetzt wirklich fertig, oder? Oh Gott, wir sind bei 27 Minuten. Egal. Ja. Ein Däumchen mehr drücken. Warte, das kommt noch. Das kommt noch. Hallo. Nee. Ich hier so hyperaktiv werden, ne? Ja. Alles gut. Aber wir sind für heute fertig. Ich hab's ja schon irgendwie gekriegt. Da kommt jetzt natürlich der Spruch. Jetzt schaffst du schon. Geht doch schon. Ja! Ein Däumchen wie ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Den roten Knopf-Button unten, also den roten Knopf unten gerne mit Lust und Laune grau färben, ja, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut das gerne bei Sebi vorbei und ich häng fest. Ja, und ich bin gegen ein Auto geknallt, das hat gerade Lack verloren. Egal. Ja, ich schaut gerne mal bei mir vorbei. Ja, Sebi so in der Videobeschreibung verlinkt, oh Gott. Na. No. Jetzt kommt der Sebi. Ja, ich seh's. Ja. Ich bleib mal hier stehen. So, aber es ist Zeit. Wir sehen uns dann heute Mittag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Radio. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast.